Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst von der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Das heißt, wir präsentieren Ihnen hier Künstler, die Bilder in Form von Radierungen hier präsentieren und ein weites Spektrum von dieser Gesellschaft ausgesucht, ein weites Spektrum abdecken soll. So, dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten. Ich habe mich damit einen Zettel vorbereitet. Dieses Bild heißt Tierstück und ist von dem Maler Anton Breit, 1836 in Biberach geboren. Und wie der Name schon sagt, beschäftigt sich dieses Bild mehr mit Tieren, die in diesen Breiten, also in deutschen Landen, vorkommen. Hier sieht man ja Kühe, eine kleine Herde, Hunde, und versucht hier Idyllen damit darzustellen. Also das Alltagsleben des bäuerlichen Tierzüchters damals soll hier dargestellt werden. Und somit strahlt das, obwohl das Bild Bewegung zeigt, in seiner Gesamtheit doch sehr viel Ruhe aus, was auch durch den Hintergrund und die landschaftliche Tiefe sehr unterstützt wird. Also ein ruhiges, regionales Bild mit Ausstrahlungskraft über die Tiere. Das ist so seine Botschaft, die er damit rüberbringen will. Ähnlich gelagert ist es bei dem nächsten Bild, das nennt sich Waldweide und ist von Richard Bonnier, 1826 in Haag geboren, und ist auch Tiermaler und beschäftigt sich in der Hauptsache mit Tieren, wie hier Kühe, da nochmal Kühe und Ziegen, aber wieder in einem anderen Kontext, hier im Wald. Hier kann man auch deutlich den Hirten sehen, der auf die Tiere aufpasst und sie auch schützen soll. Und eine kleine Ironie musste er dann doch nochmal reinbringen, indem er hier an diesem Baum ein kleines Vogelnest angebracht hat. Das heißt also, dass wir damit sagen, es ist jetzt hier nicht im tiefen Wald, sondern es ist in unmittelbarer Nähe des bäuerlichen Hofes. Aber durch diese Analogie des Waldes zu dem Hof schafft er doch so eine Ambivalenz, will ich mal sagen, die ganz anders geartet ist, als wir das aus dem vorherigen Motiv gesehen haben. Er als Düsseldorfer beschäftigt sich sehr intensiv damit, und was außergewöhnlich ist, finde ich, aber doch sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch hier wieder der Wille, in die Tiefe zu gehen, um damit große Perspektiven zu erzeugen. Ein Bild, was durchaus Überraschung auch zeigt, wenn man sehr in das Detail geht. Also mit kleinen Überraschungseffekten. Das nächste Bild beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema. Es nennt sich Flamingojagd. Sieht man auch ganz deutlich, dass sich jetzt hier jemand wohl auf der Pirsch befindet und sich auf der Jagd befindet. Das Bild ist von Hans Kanon. Eigentlich nennt er sich Johann Schirripka, das muss ich so aussprechen, 1829 in Wien, und nimmt auch orientalische Motive auf. Man sieht das deutlich an diesem Gewehr und versucht, seine Botschaften über die Ausdrucksweise von Gesicht und Haltung zu schaffen. Das sieht man auch daran, dass er sich als Historienmaler sehr viel mit Rubensbildern auseinandergesetzt hat. Hier kommt ein Stück Rubens durch, das sieht man ganz deutlich. Und hier die leuchtenden Augen, und das heißt, wenn man sich hier wiederum ins Detail verliert, sieht man immer wieder neue Perspektiven und neue Eindrücke. Ein sehr detailliertes Bild, obwohl es sehr einfach gestrickt scheint. Also ein Bild mit Hintergrund, sehr zu empfehlen, sehr interessant, kann ich nur sagen. So, dann machen wir hier Nummer 4. Im Gegensatz zu bewegten Bildern scheint dieses Bild sehr ruhig zu sein, hat aber den Titel Werbung. Und es ist das Bild von Ferdinand Fagerlin, 1825, ein Stockholmer, und man merkt die Kühlheit der nordischen der Mentalität, und es wird beschrieben, ein Bild mit schlichtem, stillem Humor. Man sieht auch hier, trotz dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ist etwas hier zu erkennen, und zwar die Erwartungshaltung
dieser Dame, dieser Magd, dem Burschen gegenüber, die erwartet jetzt irgendwas und er versucht mit seiner Hand am Mund nach Worten zu ringen und kriegt das nicht heraus. Also Erwartungshaltung und Verlegenheit sind hier die Spannung in diesem Bild, obwohl sich scheinbar nichts bewegt. Es sind die Ausdrücke und die Haltungen, die hier eine Sprache erzeugen. Also ein sehr interessantes Bild, was diese Norweger dieser stille Humor deutlich zu erkennen. Sehr, sehr interessantes Bild und auch sehr detailverliebt, dass man stundenlang hier sich diese kleinen Sachen anschauen kann. So, kommen wir zu dem nächsten Bild. Das nennt sich die Bacchantin und ist von Felix Eugen. Und ganz klar zu sehen, das nennt sich, ist es mehr oder weniger eine Aktstudie vor dem Hintergrund eines aufgehängten Tuches, was sich wiederum in einer Wallszenerie befindet. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sich hier so die erotischen Fantasien des Malers durchsetzen, der 1836 in Wien geboren ist und Kirchen- und Genrebilder, das war sein Metier, sich damit beschäftigt hat, und ich hatte mal einen Exkurs in die Aktmalerei gemacht. Trotzdem sehr interessant, auch wenn man die Drapierungen sieht und das Fell, auf dem die gute Dame liegt. Man kann sich hier auch durchaus in Details verlieren. So, das nächste Bild ist von Anselm Feuerbach und nennt sich Hafis am Brunnen. Der Anselm Feuerbach ist aus Speyer 1829 in Speyer geboren und sehr viel in seinem Leben umgekommen. Wo war er? Paris, Antwerpen, Venedig, Rom, kommen wir auch noch zu. Und obwohl er sehr viel rumgekommen ist, oder weil er gerade sehr viel rumgekommen ist, je nachdem, wie man das sehen will, ne, hat er sich hier mehr dem orientalischen Thema angenommen und eine abstraktere Darstellung gewählt, wie er sich den vorderen Orient darstellt, wo die Damen dann zum Brunnen kommen, um sich hier Wasser zu holen und das generös von einem Mann, was der auch immer darstellen soll, das weiß ich nicht, überwacht und besprochen wird mit den Damen, der sich auch gerne diesen Damen anguckt, wie jeder Betrachter sicherlich auch. Also hier darf man auch mal Fantasie wirken lassen. Trotzdem hat das Bild durch diese Treppenanlage eine gewisse Tiefe und auch überraschende Details mit dem Kind und mit dem Grün, was der Betrachter hier nicht nur in den Details sieht, sondern auch hier in den Rändern, da sind viele Informationen noch untergebracht, die man sich mal anschauen sollte. So, wie ich vorhin schon sagte, der Herr Feuerbach ist viel rumgekommen und hat auch andere Motive aufgenommen. Dieses nennt sich Mutterglück, jetzt ist er mal mehr in den familiären Bereich gegangen und zeigt ganz deutlich, dass zu der damaligen Zeit das Mutterglück eben halt sich so darstellte, und die Frau mit ihren Kindern die Glückseligkeit darstellt. Das ist die Familie an und für sich, eine durchaus vornehmen Dame. Sie sehen die Kleidung und sie sehen den Schmuck hier an den Ohren, um den Hals, in den Haaren. Also auch begüterte Damen sehen ihr Glück so in der Betreuung von Kindern. So, und nun zu guter Letzt. Sein letztes Bild, das nennt sich die Römerin, und hier hat er mal klassisch aufgenommen, wie er die Mentalität der Italiener hier in Form einer Römerin darstellt. Auch eine sehr vornehme Dame mit ihrem langen Perlenschmuck und ihrem Gewand, ihrem Ring und ihrem Fächer, wie sie durchaus als adlige Dame etwas gelangweilt, gelassen darstellt. Also hier ein bisschen mentalitätsbedingt, ganz im Gegensatz zu feurigen Südländern, mal hier eine coole Römerin. Ich finde, das ist eine schöne Ambivalenz, die sich hier zeigt. Also das Spektrum von Herrn Feuerbach, Sie sehen es in den letzten Bildern, deswegen hat es auch mit mehreren Bildern hier in unseren Ausschuss Einfluss genommen, ist sehr breit und stellt sich so dar. So,
Schauen Sie sich die Bilder dann nochmal im Einzelnen an und ich danke Ihnen in dieser Sequenz. Bis zum nächsten Mal.